Wir hatten ja bis jetzt immer gesagt, dass der Grundwert immer 100% entspricht, haben wir uns gesagt. Das bleibt auch so, kann man durchaus so annehmen. Aber es kann mal Folgendes passieren und das wundert einen immer und das machen sie gerne, machen gerne bestimmte Handwerker oder Verkäufer, die nennen einem den sogenannten Nettopreis, damit es billiger ist. Was steckt alles dahinter? Mir ist mal Folgendes passiert, ich habe gefragt, wie viel kostet bei Ihnen eine Tür? Ich wollte mir eine Tür einbauen in Schuppen und da hat er mir gesagt, 200 Euro. Ich habe damals noch nicht gefragt, obwohl ich zwar Mathe konnte, aber ich habe noch nicht nachgefragt. Also, ich habe einfach gefragt, Preis, und dann hat er gesagt, 200 Euro. Und da habe ich gesagt, okay, dafür kann ich sie nehmen. Beziehungsweise, früher waren es D-Mark, aber wir machen mal einen Euro weiter. Dafür würde ich die Tür kaufen. Ja, die möchte ich bitte. Ja, dann tippte der Verkäufer was in die Kasse ein und heraus kamen was ganz anderes. Auf dem Kassenzettel stand ein Preis, ich mache jetzt extra mal einen Doppelpunkt, 238 Euro. Habe ich gesagt, Sie sagten doch 200 Euro kostet die Tür. Hat der Verkäufer gesagt, ja, das war netto. Wir sind doch Handwerker. Ich habe Ihnen einen Nettopreis genannt. Ich sage, die 238 sind dann brutto. Ja, das ist brutto. Das ist das, was Sie bezahlen müssen. Habe ich gesagt, wissen Sie was, dann können Sie die Tür behalten. Wer weiß, was Sie mir sonst noch alles unterwuchten. Denn nach dem Gesetz muss immer der Bruttopreis genannt werden. Der hier, das ist der, den der eigentliche Kunde nämlich bezahlt und danach richtet er sich. Das ist wichtig. Jetzt könnte man fragen, was heißt Netto und Brutto? Dazu gibt es noch eine Geschichte. Aber hier gibt es erstmal eine Frage. Jetzt noch eine weitere Geschichte. Wenn man auf seinem Gehaltszettel nachschaut, also das, hier ging es gerade um Preis. Wenn man auf seinem Gehaltszettel nachschaut, steht da, man hat ein sogenanntes Bruttogehalt. Da steht dann Brutto, Doppelpunkt. Ich schreibe mal Bruttogehalt, damit es jeder weiß. Und nehmen wir mal an, da steht dann Bruttogehalt 2000 Euro. Wir nehmen es mal an. Und dann guckt man und dann steht Nettogehalt. Und das ist das, was wirklich ausgezahlt wird, zum Beispiel 1400 Euro. Ich mache es jetzt ganz rund. Und das ist das hier, was man wirklich letzten Endes auf dem Konto dann sieht. Das ist das, was ausgezahlt wird. Also ausgezahlt wird das Nettogehalt. Jetzt fragt sich jeder, was soll denn das Brutto und Netto? Und jetzt zu der netten Geschichte. Ich hatte mal einen echten Italiener in der Klasse und er sagte damals, man kann sich das so merken, Herr Köhler, Brutto heißt auf Italienisch, heißt, ich schreibe es nochmal hin, Brutto heißt auf Italienisch, ist es ein Wort und wir übersetzen ins Deutsche, das entspricht dem Wort hässlich. Ja, jetzt kann sich jeder vorstellen, was passiert ist. Das dauerte nicht lange, in der Pause ging es dann los, Alter, du bist doch richtig Brutto, ne? So haben die sich dann angequatscht. Da mussten sie nicht hässlich sagen. So, dazu, jetzt müssen wir mal diskutieren. Das heißt also, brutto ist das hässliche Gehalt. Das ist das, was mir vorgegaukelt wird, so kann man sich's merken. Ich verdiene ja 2000 Euro, das ist schön. Und netto, das reine, das wirkliche, das echte, das ist das, was ich ausgezahlt bekomme. Anders, netto ist der Preis, wirklich 200 Euro und brutto, der hässliche Preis, der ist nämlich größer, 238 Euro. Man kann eigentlich fast immer sagen, brutto ist mehr. Jetzt gibt es ein paar Fragen. Wir haben das jetzt mal geklärt, die Differenz zwischen Brutto- und Nettopreis ist die sogenannte Mehrwertsteuer. Also was hier dazwischen kommt, hier, das ist die Mehrwertsteuer, das ist die hier. Und zur Änderung komme ich dann. Und die Differenz hier zwischen, das sind Sozialabgaben, ich kürze mal ab, Sozabgaben, also Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, das wird gleich direkt vom Arbeitgeber abgeführt, das kriegt der, der das Geld kriegt, gar nicht ausgezahlt und auch noch ein Teil Steuern, andere Steuern, Einkommenssteuern, solche Dinge, die hängen hier dazwischen. Hier also, ich kürze mal ab, Mehrwertsteuer, beziehungsweise wenn ihr mal seht, UST, dann heißt das Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer, das ist das Gleiche. Die richtet sich nach dem Umsatz. Das ist also das,
was letzten Endes uns die ganze Sache ein bisschen schwer macht. Wir werden jetzt mal überlegen, wie das denn rein rechnerisch aussieht. Und zwar, wir gehen mal ran und sagen, nehmen wir nochmal unser Beispiel mit der Tür. Gegeben ist 200 Euro, das ist der Preis, der wirklich tatsächlich 100% entspricht. Das heißt, das ist unser Grundwert. Und 238 Euro, tja, das ist der Prozentwert, der neue Prozentwert. Aber wie rechnen wir das? Gesucht ist also mal der Prozentsatz, damit wir sehen, wo das ganze Geld, wie das entstanden ist. Da gehen wir genauso bei wie vorher mit unserer allgemeinen Formel. Wir sagen also Grundwert mal Prozentsatz geteilt durch 100 ist gleich Prozentwert. Wenn wir das jetzt beides haben, hier und hier, dann setzen wir es jetzt mal ein. 200 Euro mal Prozentsatz durch 100 Euro ist 238 Euro. Und da werden wir gleich was entdecken. Denn wenn man das jetzt umstellt, aber das macht ihr jetzt mal schnell, die Formel so umstellen und ausrechnen und ihr drückt zu Hause, wenn ihr üben wollt, Pause und macht das auch. So, wenn man das jetzt so gemacht hat, umgestellt, hier die Nullen weggestrichen, entsprechend gekürzt, dann habe ich bloß noch 2 Euro stehen, mal PS durch 1 kann ich mir schenken, entsprechend umgestellt komme ich auf PS ist 119. Wie muss man diese Aussage werten? Einfach. Man sagt ganz einfach, wenn ich einen Nettopreis, das könnt ihr euch aus Spaß mal dazu schreiben, Nettopreis mal 119 Hundertstel, wenn ihr das ermittelt, so rein rechnerisch ermittelt, dann habt ihr den Bruttopreis. Also nicht die Formel merken, sondern einfach bloß mal überlegen, mal aufschreiben und dann später, wenn ihr wiederholt, nochmal überlegen. Netto mal 119 durch 100 ist Brutto. Das heißt, wir könnten auch jederzeit umstellen und die ganze Sache rückwärts rechnen. Wir könnten also errechnen, wie viel Mehrwertsteuer steckt denn irgendwo drin. Das machen wir dann gleich auch. So, die 119 heißt, mein Nettopreis muss größer werden. Wenn ich 119 Hundertstel, das ist 1,19. Die Profis rechnen dann bloß mal mit 1,19. Die ersparen sich das zu sagen, ich rechne Preis mal 119 und teile durch 100. Die rechnen gleich mal 1,19. Und haben den Bruttopreis. Umgekehrt kann ich sagen, brutto durch 1,19 habe ich einen Nettopreis. Aber das bloß nebenbei. Das geht jetzt schon in die, mehr in die Wirtschaft. Nochmal, es muss mehr werden. Das sieht man daran. 119 Hundertstel sind 1,19. Wenn ich etwas mit mehr als 1 multipliziere, wird was Größeres draus. Hier gibt es eine Frage. So, wir haben das nochmal geklärt. Also die Profis, die tippen statt etwas mal 119 durch 100, das sind mehrere Tippvorgänge, gleich 1,19 ein. Das kann jeder probieren, indem er 119 durch 100 teilt, da kommt gleich 1,19 raus. Das ist der derzeitige Faktor, mit dem man multipliziert. Die Mehrwertsteuer war schon mal viel geringer. Wenn sie im nächsten Jahr vielleicht wieder angepasst wird, dann müssen wir eben vielleicht mal 1,2 alles nehmen oder mal 1,21. Das wissen wir im Moment noch nicht. Das ist der derzeitige Mehrwertsteuersatz, 119%. Es kann also etwas mehr als 100% betragen, wie wir hier gesehen haben. So, jetzt wollten wir eigentlich mal diese Formel hier, die nochmal nehmen, um rückwärts zu rechnen. Beispiel, wir haben einen Preis von, gegeben, brutto, ich schreibe mal Preis, BR ist, was soll ich jetzt sagen? 59,50 Euro kostet etwas und wir wissen, der Mehrwertsteuersatz MWST ist gleich 19%. Mehrwertsteuersatz ist 19%. Die Mehrwertsteuer beträgt 19%. Der Satz wäre nur 19. So, und jetzt diese Formel nochmal rückwärts hier, die blaue. Oder wir können auch unsere Standardformel nehmen. Nochmal rückwärts rechnen, gesucht ist also der Nettopreis, Preis netto. Dann können wir das machen. So, ihr drückt zu Hause Pause und rechnet das mal, probiert also euch an dieser Formel nochmal aus. Und wir machen das hier auch und dann melden wir uns wieder. Also ich habe jetzt mal beide Varianten genommen. Egal welche Formel ich nehme, netto ist dann gleich 59,50 Euro durch 1,19.
Wenn ich das beides mit 100 erweitere, dann fliegt das Komma weg. Ne? Mal 100, dann fliegt das weg. Und siehe da, wenn ich das mit meiner Standardformel wie rechts mache, habe ich zum Schluss fast das Gleiche. Ich muss jetzt eine Nebenrechnung machen. Und die kann man dann machen und dann melden wir uns wieder mit dem Ergebnis. So, die Nebenrechnung ergibt diese 5950 durch 119. Ne? Kann jeder die Rattenschwanzrechnung. Hier bleibt sofort nichts mehr übrig nach dem Abziehen. Die 0, die ich runterziehe, die schreibe ich da und habe das. 50 Euro ist der Nettopreis. So oder so. Also in blau steht das da, weil beide Zeilen gleichen sich ja hier. Ne? Das hier, die und die, die gleichen sich total. Netto ist also 50 Euro. Und hier, auch wenn ich es mit der klassischen Rechnung machen werde, ist der Grundwert 50 Euro. So, jetzt machen wir das Video an der Stelle erstmal dicht. Die Fragen hat man soweit durch. Oder jetzt hier speziell noch eine Frage? Ja, kleinen Moment. Jetzt haben wir ja Folgendes kennengelernt. Fassen wir nochmal ganz schnell zusammen. Brutto ist das, was man im Allgemeinen mehr bezahlen muss, beziehungsweise was einem vorgespiegelt wird, was man eigentlich kriegen kann. Ist nicht so, wissen wir. Und deswegen finden wir das Wort Brutto nicht bloß hässlich, sondern wir sagen dazu... Igitt! Das sage ich auch. Und wir schließen das Video an der Stelle ab.